leider im letzten Heimspiel eine bittere 0:3 Niederlage. Didi, ich darf dich um dein Statement bitten. Ja, wenn man jetzt das Spiel sieht, speziell erste Halbzeit, das war genau das, was wir eigentlich nicht wollten. Wir haben wiederum zwei Standardtore gekriegt, wo man sich wirklich dermaßen schlecht verhalten, wo ich mir denke, das kann eigentlich gar nicht sein, aber es war so. Und haben eigentlich nie so einen Faden gefunden, wie das Spiel. Wir haben eigentlich auch im Prinzip hinten sehr verhalten gespielt, haben Fehler gemacht und vorne haben eigentlich überhaupt keine Durchschlagskraft gehabt, haben eigentlich wirklich in beide Richtungen nicht so gearbeitet, wie man arbeiten muss. Und haben eigentlich dann warten, die erste Halbzeit wirklich immer schalten und warten lassen, ohne dass sie jetzt dann, sie haben das besser gemacht als wir, aber wir waren eigentlich nie, wenn wir nie gut im Block gestanden sind, weil wir speziell offensiv eigentlich die Räume zugemacht haben. Auch beim Anlaufen war das nicht das Allerbeste und war erste Halbzeit wirklich eins für die schlechtesten Spiele, was ich bis jetzt gesehen habe von uns, muss ich sagen. Und ist extrem ärgerlich, aber mit zweiter Halbzeit war es dann so, dass wir eigentlich die Möglichkeit ja noch gehabt haben und das war auch unser Plan, dass wir zurückkommen. Und natürlich mit der roten Karte dann vom Stolke ist noch schwieriger geworden. Und trotzdem haben wir das Spiel dann besser gestaltet in der Saison. Also da haben wir dann weit mehr nach vorne investiert, haben natürlich dann haben wir Reime hinten aufgegeben, was ja logisch ist, waren mal weniger, aber das war dann eher ein Spiel, wo ich sage, mit dem kann ich dann sagen, okay, das ist in Ordnung, aber trotzdem glaube ich, dass das Spiel für uns heute nicht das war. Und da meine ich speziell die erste Halbzeit, das ist einfach zu wenig, ganz gleich, weil da als Gegner kommt. Darf ich mal eure Fragen bitten? Wir haben ein Mikrofon, das geht durch. Rainer Bortenschlager. Ist die Summe der Rotationen, auch das Mittelfeld sich anschaut, dass man doch viele Junge auf einmal spielt, ist das dann nicht einfach zu viel für die Burschen? Ich weiß, ihr seid gezwungen zu rotieren, aber wenn du sagst, die erste Halbzeit war ganz schlecht, da hat ja einfach überhaupt nichts gepasst. Muss man nicht einfach sagen, das geht sich nicht aus, wenn man auf sechs Positionen rotiert? Also die Frage erwartet, wie immer, und ist auch berechtigt, aber ich denke, wir haben schon unsere Probleme. Also ich würde dann Kelvin Arazi nicht spielen lassen beispielsweise, Gravatz hätte ich auch nicht spielen lassen, also da eher nur reinkommen, so wie es war, weil sie einfach Probleme haben. Ja. Und ich glaube trotzdem, wenn man von jungen, guten Spielern redet, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn sie heute gegen Wartens da in der Startformation stehen, dass das dann der Grund wäre, dass wir verlieren müssen. Also so sehe ich es nicht. Also ich glaube auch, wir hören immer, dass sie große Talente sind und war heute nicht das Spiel von Jussi und auch nicht von Ibra, aber auch von allen anderen auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass wir noch genügend Erfahrung am Platz gehabt haben, so ist es ja auch nicht. Also ich denke, jedes Spiel, was heute am Platz gestanden ist, in der ersten Halbzeit, bin ich der Meinung, das habe ich vor dem Spiel gesagt und bin auch jetzt in der Meinung, dass sie genügend Qualität haben, dass man erwartens drüber kommt, dass der Spielverlauf nicht dazu schlecht war. Dass wir es selber schwach gemacht haben, braucht man auch nicht diskutieren, aber wir haben leider das Problem mit den Spielern jetzt, dass wir wirklich am Limit sind, mehr drüber, übers Limit schon, aber trotzdem haben wir zwei Spiele und da müssen wir uns gut verkaufen. Weitere Fragen? Rainer? Ich mach mich nochmal unbeliebt, aber der Plan war ja schon, dass man dann nach der Pause wahrscheinlich auch mit Kara, wahrscheinlich nicht so früh, wie du das dann jetzt gemacht hast, aber dass man dann Kara und so ein Anführungszeichen Arriviertere bringt, ist einfach nicht machbar, dass man so eine Partie anfängt und den Plan hat, dafür in der Pause dann, wenn die Partie gut rennt, andersrum zu rotieren, quasi die Standardkräfte schon von Beginn an bringen, dafür, wenn es geht, so früh wie möglich rausnehmen, anstatt dann zu bringen, wenn die Partie schon fast gekippt ist oder verloren ist? Der Plan war so, dass wir mit der Mannschaft reingingen, dass wir gutes Spiel machen, dass wir in Führung gingen und dass man in Wahrheit dann schaut zur Pause. Also es wäre schlimm, wenn ich jetzt den Plan habe und sage, ich werde einen Erci bringen, obwohl er als Spieler gut gespielt hat. Aber ich habe mir gedacht, dass die Burschen das gut machen werden. Ja? Und da rede ich von alle Höfe. Und die erste Halbzeit waren wir eigentlich von Pisa ausgenommen, von Pauli, waren wir eigentlich wirklich nicht im Spiel, muss man sagen. Und das wäre schlimm, wenn ich dann immer sage, okay, der kann 45 Minuten spielen und dann wäre ein neuer Spieler bringen. Nein, bei mir ist es so, dass ich sage, man sieht, was der Bur tut oder der Spieler tut und dann werde ich dementsprechend reagieren.
Aber meine Spüle sind so, dass ich sage, dass ich jeden als vollen Profi nehme und nicht, weil er jung ist und weil er alt ist. Ja? Aber die Balance zwischen alt und jung hat halt auch funktioniert, aber sie haben es halt nicht am Platz gebracht. Nochmal Rainer. Der Max Hoffmann ist nicht im Kader jetzt gewesen. Wie Vorsichtsmaßnahme eingeschlagen einfach nur, da muss man auch befürchten, dass er die letzten beiden Partien verpasst. Er hätte halt jetzt spielen können. Und das ist ja dieser Belastung geschuldet, da brauchen wir gar nicht reden. Ja. Also es ist einfach so, dass diese Spiele, diese Anzahl an Spielen, und es kommt dann von ungefähr, dass Mannschaften wie Wartens frischer sind wie wir. Oder wenn ich Mannschaften hernehme, die einfach nicht diese Belastung haben. Ja. Ist einfach so, mit dem muss man leben. Aber es ist halt hinten raus immer schwierig. Der Dezember ist sowieso schon schwer und da will ich nicht den Schutz nehmen. Aber leider ist halt das so nach hinten losgegangen. Und deshalb haben wir trotzdem noch die Verpflichtung, in den zwei Spielen alles rauszuhauen, was wir haben. Ja. Und muss man eben wieder schauen. Es ist ja jetzt mittlerweile schon so, dass man nach jedem Spiel schauen muss, hat einer ein Problem, geht es fürs nächste Spiel. Und das ist halt für keinen Trainer schwer, weil dieses Problem ist ja nicht von uns gewollt, sondern wir werden ja da zu den Dingen, das müssen wir tun, diesen Spielplan einzuhalten, wenngleich ich sage, dass das wirklich gesundheitsgefährdend ist, wenn ich an das denke mit diesen Belastungen, was wir eigentlich seit Sommer haben. Das kann nicht gesund sein für keinen Spieler. Gibt es weitere Fragen da vorne? Wie schwierig wird es da jetzt, dass man die Köpfe wieder nach oben bringt vor dem Spiel gegen Salzburg und wie blickst du dem allgemein entgegen? Ja, die Schellen müssen auf, ja, auch wenn es jetzt im Moment schwierig ist, weil ich glaube, wir haben sie alle heute mehr erwartet und wir sind schon von anderen Spürgebens ausgegangen, aber das ist immer das im Fußball. Von was man ausgeht, ist das eine, was dann passiert, ist das andere. Und die Fakten waren heute so, dass wir, dass Wartens die bessere Mannschaft war oder das besser gemacht hat, sagen wir mal so. Ja. Aber jetzt haben wir in einem Spiel, wo man wirklich... Salzburg weiß man, dass sie eine Top-Mannschaft sind und da braucht man wirklich alles, was notwendig ist. Und da hoffe ich doch, dass der eine oder andere Spieler zurückkommt, sich fit meldet, dass wir dann da ein gutes Spiel machen. Weitere Fragen? Alex. Die letzten Eindrücke bleiben mir immer am stärksten im Gedächtnis. Hast du die Sorge, dass ihr euch den guten Saisonstart und die bis jetzt gute Meisterschaft durch die letzten Wochen, durch das, was jetzt passiert ist, was jetzt noch kommt, kaputt macht und dass man dann eigentlich in den Winter reingeht und eher das Negative haften bleibt? Die Gefahr besteht immer bei Rapid Wien. Das ist einfach so, weil negative Schlagzeilen kann man weit besser verkaufen. Das ist einfach so im Fußball, das ist im Leben so, negativ zu schreiben oder die Dinge so zu machen. Mit dem muss man leben. Ja. Wichtig wird sein, dass wir im Club verstehen, wie die Sache ist, ja. Ohne dass man es schön redet, aber auch jetzt nicht den Teufel in die Wand malt. Und wir haben jetzt noch zwei Spiele, aber ich denke, wie sie es gemacht haben, bisher war es in Ordnung. Natürlich, wenn man dann ausscheidet und heute diese Spiel gegen Wartens, dann haut man am nächsten Mal dann zusammen und vergisst man eigentlich, dass die Burschen jetzt über ein halbes Jahr lang eigentlich wirklich gute Leistungen gebracht haben, wenn man diese Personalproblematik bei uns sieht. Ja. Aber mit dem muss man bei Rapid Wien leben, dass es so ist, dass natürlich dann alles in Dreck zieht. Und ja, wichtig wird sein, dass wir da ruhig bleiben. Nochmal Alex. Weil am Anfang angesprochen worden ist, ich glaube, das war so, wenn ich Standard so schlecht gemacht, wie man es gar nicht vorstellen kann. Jetzt war ja oft das Problem, der Ball kommt irgendwie hoch vor das Tor, dann stimmt die Zuordnung nicht und dann fällt irgendwie rein. Jetzt ist zweimal zurückgespült worden. Es wird ja einen gewissen Plan geben. Kannst du vielleicht erklären, was da schiefgegangen ist oder ob die Spieler einfach schon mittlerweile so fokussiert sind auf das, hoffentlich verteidigen wir die hohen Bälle, dass mit dem dann überhaupt nicht gerechnet wird, dass eben kein hoher Ball kommt? Ich glaube schon, dass genügend Erfahrung am Platz war, dass man sieht, also grundsätzlich weiß man, dass Wartens die Bälle eigentlich immer auf die erste Stange schlägt. Das hat man auch gesehen und trotzdem muss man dann auch draußen den 16er Raum muss man auch im Auge haben und das haben wir zweimal nicht gehabt. Und speziell beim zweiten, da, beim ersten war es jetzt so, sind wir
zu spät rausgerückt. Und beim zweiten, da muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Petzos eigentlich auf einer guten Schussposition ist und der trifft ihn dann noch, dann sind wir noch dafür bestraft worden. Aber ich glaube, dass das schon dann so ist, dass die Jungs das dann schon besser coachen müssen, wenn man schon das erste Tor kriegt und das zweite ist eigentlich Spülbild davon. Also ich glaube, dass ich schon genügend Erfahrung drin habe in den Truppen und sie wollten es verteidigen, also indem sie gemeint haben, dass sie vielleicht auf die erste Stange, aber andererseits, wenn ein Petzers draußen steht, dann weiß ich schon, dass ich dann hergehen kann und dass ich früher durchziehen muss. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann bedanke ich mich und wir sehen uns am Dienstag wieder.